Recherche ist per se immer möglich. Das heißt, solange es aus öffentlich zugänglichen Quellen passiert, dazu gehören auch eben private Netzwerke wie Facebook. Das heißt, man ist nicht darauf angewiesen, auf Berufsnetzwerken zu recherchieren, wie Xing und LinkedIn. Wenn man erstmal recherchiert hat und einen seine Top 10 Bewerber gefunden hat, stellt sich immer im nächsten Schritt die große Frage, wie kann ich den ansprechen? Punkt 1 ist die postalische Ansprache, das andere ist die Direktansprache am Arbeitsplatz per Telefon. Das ist auch möglich, sofern sich das Ganze im Rahmen hält. Kurze Vorstellung, wer man ist, welche Stelle man hat, auch mal eine kurze Beschreibung von der Stelle. Dann kann man sich eben verabreden und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal detaillierter auf diese Fragen eingehen. Die Direktansprache per E-Mail ist ein Graubereich. Man kann von einer mutmaßlichen Einwilligung dann ausgehen, zumindest dann, wenn offensichtlich ist, dass der Bewerber auf Xing oder einem anderen Portal explizit sucht nach einer Stelle, dann kann man ihm auch eine Stelle anbieten. Das wäre aber dann zu empfehlen, das zu dokumentieren und eben in die Bewerberakte reinzunehmen, einfach einen Screenshot machen davon, dass, wenn es hinterher Probleme gibt, dass man nachweisen kann, dass eben eine Einwilligung vorlag.